herzlich willkommen zurück zu Showgunners. Wir stehen vor der letzten optionalen Arena, haben alle Autogramme gefunden und nur eine Lootbox hat sich uns verwehrt. Vielleicht steht ja hier auf der, wenn wir dann durch diesen Durchgang gehen, den wir letztes Mal freigeschaltet haben. Aber jetzt geht's in den Workshop. Looks like the challengers are thinking about making a side trip. Achso, ich würde eigentlich gerne nochmal gucken, ob wir für ihn nochmal eine bessere Waffe haben. Die erhöht die Reichweite und macht den Mindestschaden deutlich besser. Wir geben das Geld mal aus. Oh, wir können ja auch mal Sachen spenden. Ja, seine Sachen können wir spenden. Für wohltätige Zwecke, das gefällt mir. Aber das brauchen wir wohl nicht mehr. Die anderen Waffen möchte ich gerne nochmal behalten. Und dann gehen wir rein. Du solltest besser arbeiten. The contestants will be battling the clock as well as the defenders for this challenge. Ich mag doch keine Zeitlimits. Ich hasse sowas. Okay, wir laufen erstmal hier hin. Wie viele sind das? Sind auch alle wieder fleißig verteilt. Ich muss überlegen, ob wir hier... Was ist das eigentlich? Ein Objekt verwenden. Ach, ich kann die Tür aufmachen. Ne, das will ich nicht. Kann ich nicht auf ihn schießen? Okay. Interessant, warum das jetzt nicht ging. Keine Ahnung. 56%, 75%. Nein, das wird er ja wieder nicht schaffen. Doch. Okay, wir haben noch einen Fume, da haben wir einen Ronin, Abschaum. Waiting for them to come to him. Okay. Fighting is time. Ich müsste mal erzählen, wie viele man hat und wie viele man pro Runde töten muss. A staggering hit. Wahrscheinlich einen pro Spielzug. Going on defense for a bit. Wir mal gucken. Wir haben hier einen, zwei, drei, vier, fünf. Nur fünf? Okay, einen alle zwei Runden, das ist ja machbar. Halt. Ich würde gerne zuerst halt mit ihm schießen. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. A massive hit! Aber dann können wir nämlich jetzt mit ihr in den Nahkampf gehen. Wir haben noch eine Runde. Wir haben noch eine Runde. Wenn wir jetzt... Keine Schusslinie. Ich muss mich auch erst bewegen, oder? Nee, ach, ich kann mich ja nicht mehr bewegen. Dann machen wir Overwatch. Bringt gegen den nur leider nicht viel. Waiting for the opponents to come to him. The clock may be ticking, but these defenders decided to arrive fashionably late. Och nö, das ist doch wieder blöd. Okay, gegen den müssen wir in den Nahkampf im Grunde. Aber vielleicht auch nicht. Someone caught some shrapnel. Mit ihm gehe ich jetzt in den... Ja, der ist im Nahkampf halt echt schlecht. Also erstmal wird er nachladen. Reloaded and ready. Steht hier irgendein Gegner in der Nähe? Nein. Gegen den Fume... Ja, dann gehen wir halt in den Nahkampf. Gegen den Fume kann ich jetzt aber nicht mehr. Auch er könnte noch eine werfen. Dann wäre der Fume tot. Wir hätten aber keine Granaten mehr. Aber der Fume ist tot. Haben wir zwei Gegner in dieser Runde getötet, sind wir ganz gut dabei. Drei Verteidiger sind aktuell übrig.
He misses the shot. Das ist eine Heilstation. No luck on that one. Was erwartet uns hier noch, wenn wir hier eine Heilstation haben? Freue mich. Okay. Einmal auf Tybalt. Der schießt hier volle Kanne mit 38% drauf. Und dann nur 38%. 88%. Das gefällt mir besser. Jawoll. Mega. Okay, das eröffnet uns natürlich jetzt ganz neue Möglichkeiten. Hier hinstellen. Und dann ballern. Ist ja auch fast tot. Jawohl, Ronin. Schauen wir, der nicht trifft. Und zwei neue. Ja, natürlich. Okay, zwei neue. Okay. Ja gut, Scarlet ist, glaube ich, klar, was sie macht. Den im Nahkampf ausschalten. Dann entweder hier hinlaufen oder hier in den Overwatch. Das ist, glaube ich, besser. Er bringt sich mal... Ist halt doof, dass sie jetzt hier von so vielen reinkommen. Hier in Deckung. Und macht den Körpertausch mit ihm hier. Dann greift der Ronin ihn nicht an. Und die bekämpfen sich dann gegenseitig. Schade. So. Schwert ist dabei. And the Ronin gets ready to slice and dice. Warum greift der Ronin den denn nicht an? Switching to defense for a bit. Oh nee. Da kriege ich schon wieder zu viel. Okay, sie muss nachladen. Ein Ronin in den Nahkampf ist halt schon eine Hausnummer. Okay, wenn die anderen nicht wollen, gehen wir halt auf den Ronin. Wie viel Schaden würde sie am Ronin machen? Zu wenig. Okay, das heißt, wir müssen nachladen. 75%. Läuft. Doch Scarlet ist einfach Verlass. Tybalt muss leiden, der wird sich gleich heilen in der nächsten Runde. Dafür wird der Ronin auch drauf gehen. Und er greift ihn immer noch an. Jawohl. Okay, dann hat der Plan doch funktioniert. Sehr gut. Geil. Okay. Tybalt, du nimmst ein Medikit. Healing up. Vielleicht reicht's. That Ronin is history. Perfekt, dann kann Scarlet sich jetzt noch bewegen. 100% gegen den Ronin. Das flutscht hier alles so richtig schön. Die Fähigkeiten greifen richtig gut ineinander. Sie sind nützlich. Gerade gegen den Ronin ist das gut, dass der sich nicht bewegen kann. Der Angriff gegen Tybalt ist egal. Der Ronin ist Geschichte. Ja, der Ronin ist aber sowas von Geschichte. And the contestants make quick work of this optional challenge. Sehr gut. Level 8 für Inia. Tybalt. Not sure if that trip was worth the challenger's time, but it made for some good TV. Maybe we don't have to open every single door we come across. Doch. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Gleich. Erstmal gucken wir uns hier nochmal um. Ah, den hatten wir schon. Okay, das heißt, hier waren wir schon.
gehen wir hier nochmal durch. Aber wir gehen nochmal ins Team natürlich, weil wir jetzt 3 Fähigkeitspunkte... Ah ne, er hier hat 4 Fähigkeitspunkte und dann können wir jetzt überlegen. Entweder hat er eine höhere Bewegungsreichweite. Die aktiviere Waffen und Fähigkeiten des Ziels. Das heißt, er kann dann gar nichts machen. Oder noch ein Gegenstandslot. Das finde ich alles geil. Der hat schon Nahkampfschaden plus 3. Oh Mann. Das ist auch gut. Frage ist halt, wie lange ist er überhaupt bei uns? Okay. Den hier finde ich richtig gut. Ich finde die alle gut. Weil 2 Medikits oder 2 Granaten macht halt auch schon einen richtigen Unterschied. Ich glaube, ich nehme das, um dann hier das hier hinzukriegen. Den Köder. Kann man da sehen, wie viele Lebenspunkte der hat? Ich glaube nicht. Nee, komm, wir deaktivieren die Waffen. Ja. Ja. Besser ist das. Zurück. Oh, eine neue Waffe bekommen. Nerdbusters. Eine Reichweite mehr und Durchdringung der Titanenlegierung. Puh, nee. Nee. Die andere Waffe macht durchgehend mehr Schaden gegen alle anderen Gegner. Gegen alle Gegner. Jetzt müssen wir hier wieder durch. Ich hasse es. Okay, geschafft. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo die letzte Truhe ist. Also wieder kein 100% Run. Aber dafür, so wie es aussieht, 2 Arenen in einer Folge, das ist doch auch cool. Die hatten wir schon, ne? Ja. Ja. Na dann. Ich glaube, was kaufen brauchen wir nicht mehr. Gucke ich nochmal eben, ob alle soweit ausgerüstet sind. Ja, ja, gut. Waffen passen auch. Fühle ich mich wohl mit. Dann gehen wir jetzt noch ein. Scarlet and Tybalt are entering the arena together. But will they both make it out alive? Kriegen wir wieder neuen Gegner. Die ist jetzt hier freigeschaltet, so wie es aussieht. Ach ja. Sterben ist die beste Art, den Tag der Toten zu feiern. Ich weiß nicht. Hauptsache, wir haben diesmal kein Zeitlimit. Bitte. Bitte kein Zeitlimit. Besiege alle Verteidiger. Das ist gut, aber wir wissen ja, dass ich das alles hier noch ändern kann. Wir stehen hier richtig schön an dem... Es ist ein bisschen ungewohnt, dass wir auf der Seite des Bildschirms sind. Hätte ich Bock, hier hin zu latschen. Und eigentlich hätte ich dann Bock, hier direkt mal so eine Granate gegen die 2 zu werfen und die auszuschalten. Double kill! Was Besseres kann man damit auch fast gar nicht machen. So, die Frage ist, was machen wir mit Scarlet? Er steht jetzt halt hier hinten sehr allein. Wir können ja wenig erreichen. Die dafür auch. Wir kommen hier auch an niemanden so richtig ran. Was machen wir mit ihr? Ich versuche gerade noch mit der Karte hier klar zu kommen. Wir werden wahrscheinlich hier die Tür öffnen. Meine Vermutung ist, dass sie hier die Tür öffnen. Und deswegen machen wir einfach mal Overwatch auf den... Nein, ich hab die falsche Taste. Ich hab die falsche Karte. Nee, nee. Nee. Das machen wir nochmal. Sorry, aber das. Den Missklick, den möchte ich jetzt nicht. So. Drehen. So. Also, wir sind mit ihm hier hingegangen. Das war cool. Dann haben wir die Granate geworfen und die beiden ausgeschaltet. Das war schön. Und dann wollte ich mit ihr hinlaufen. Und dann wollte ich nicht auf Schießen gehen, sondern natürlich auf Overwatch. Will she be rewarded for her patience? Ich glaube, die schießen nicht auf das Fass dann da.
Okay, er kommt nicht rein. Es gibt wieder eine Heilstation. Interessant. Schade. Overwatch Position. Oh, what was that? Okay, sie schießen aufs Gras. Überraschende Wendung. Ja. Ach, jetzt gehen die Türen anders auf und zu. Not so fast. I'll decide which doors will open and which ones won't. Es ist so geil, dass sie jedes Mal andere. Not being able to control which door opens or when will certainly complicate the rest of this challenge for the contestants. Ich muss leider jetzt schon das Heil nehmen, weil ich ein bisschen zu optimistisch war. Aber so ist es halt. Also sie haben wirklich bitter. Sie haben wirklich in jeder Runde immer einen geilen neuen Kniff mit drin. Ach, der ist jetzt hier eingesperrt. Ach du Scheiße. Okay. Also man muss echt immer aufpassen, was man tut. Wir nehmen ein bisschen hier weiter. Und mal in den Overwatch. Jetzt habe ich natürlich in den ersten zwei Runden schon mit jedem Charakter einen Gegenstand verbraten. Hoping for a clear shot. Das ist echt doof, dass die jetzt auseinandergerissen sind. And he sets himself into an overwatch position. Scarlet hat am meisten darunter zu leiden. Okay, wir kommen mit Tybalt wieder raus. Das machen wir auch. Ich nehme ihn mal hier hin. Und dann würde ich gerne tauschen. Ich weiß noch nicht, ob er die Runde überlebt. Okay. Am liebsten würde ich genau jetzt nämlich hier drauf gehen mit dem Nahkampf. Ah ne, lieber die Dame. Okay, ich habe noch drei Punkte. Schade. Ready to defend his position. Meine Gegner werden ja genauso hin und her geschubst. He's gotta be disappointed with that. Mann. Wäre so wichtig gewesen. Scarlet hat keinen leichten Tag heute. Das sage ich euch jetzt schon. She loads back up. Sie hat echt keinen leichten Tag. One less scum to deal with. Okay, jetzt kann sie. Ja, wir nutzen das, damit sie hier nochmal wieder in Deckung geht. Ja. Und er. Kann er von hier irgendwas treffen eigentlich? 50%. Ja, damit müssen wir es überleben. Ja, getroffen. Das, damit habe ich. Also bei 50% rechne ich in dem Spiel nicht damit. Setting up on defense. Der läuft jetzt wieder da lang. Der ist bisher, glaube ich, auch nur hin und her gerannt. Clean miss. Nice. More trouble on the way for our challenge. Ja, Scarlet hat ja Regenerierung. Jawohl. Und jetzt kommt von hier nochmal einer. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, wir werden ihn ausschalten. Scratch one scum. Und jetzt mal gucken, dass wir die nicht blöd hinstellen. Erstmal hier hin. Die Tür ist ja zu. Vorerst. Ja, warten mal. Warten mal, was hier passiert. Standing watch. Weil halt gerade alle Türen zu sind, kann man nicht viel machen. Die halt auch nicht. Alle gehen in den Overwatch. Das ist so ein bisschen der Nachteil hierbei. Ja, fast getötet. Und sie ist wieder voll aufgeheilt. Okay, das ist gut. Die ist jetzt also so ein richtiger... Oh, nee, Nahkampf gegen den gehen wir nicht. Ach, wir machen was anderes. Ein bisschen riskant. Aber ich finde machbar. Goodbye and good riddance. Der wird jetzt schießen, der Ronin. He didn't miss that one. Aber er zieht sein Schwert nicht.
Man muss nächste Runde dran glauben. Ich weiß noch nicht. Ja, das ist eine Nachteil. Das sind jetzt beide sehr exponiert. Das ist halt ein bisschen Risiko. Mit Scarlet kann man das machen. Die heilt ja ganz gut. Wahrscheinlich immer, wenn sie keinen Schaden kriegt. Das habe ich gar nicht so genau nachgeguckt. Okay. Tybalt. Kann einmal nachladen. Und dann hier in den Nahkampf gehen. Sie kann von der anderen Seite in Nahkampf gehen. Machen wir so das klassische Sandwich. Und dann begibt sie sich hier erstmal in Deckung. Gut, dass hier die Tür zu ist. Der läuft die ganze Zeit auch immer hin und her und macht Overwatch. Okay, da hinten haben wir noch drei. Okay, wie kann man einen Gegner maximal unangenehm machen? Gift. Und weil Gift noch nicht nervig genug ist, macht man noch die Heilung dazu. Alles klar? Auf die habe ich also gar keinen Bock. Und die wird dann auch... Okay. Und sie wird natürlich auch sicherlich dann häufig dann auch mal so dabei sein. Okay. Ja, alle Türen sind offen. Ach ja, die auch. Schießen bringt, glaube ich, nichts. Deswegen sind wir setting up on defense. Tybalt. Der wird halt gleich hier reinkommen. Keine Lust, mich jetzt hier irgendwie so großartig hinzustellen. Ja, dann machen wir eine volle Overwatch-Runde. Sollen die kommen? Daring them to come to her. Going on defense for a bit. Wer bewegt sich zuerst? Staying put for the moment. Da traut sich mal einer, sich zu bewegen. Unable to hit the moving target. Okay, dann gehen wir hier unten erstmal rein. Preparing for a kill shot. Standing watch for now. Das ist so unangenehm. Aber da er nicht im Overwatch ist. Oh, I felt that one from here. Und wir stehen da an sich, meine ich, ganz gut. Mir fehlt ja so ein bisschen der Überblick mit der Karte. And the scum hits the deck. Wir sind wieder einen los. Taking up a guard position. Waiting for a better shot. Die warten auf uns, eiskalt. Er muss sich jetzt nicht mehr bewegen. Tough to get past that. Wir haben Zeit. Setting up a perimeter. Blöden, da stehen so viele hier im Overwatch. Jetzt muss man echt so ein bisschen aufpassen, wo man lang geht. Wir stehen hier unten. Stellen wir uns erstmal hier in die Ecke. Und mit ihm stellen wir uns hier in die Ecke. Ich, ja. Securing the area. Hoping they'll walk right into her sights. Er kommt jetzt hinterher. Setting himself up for a shot. Das heißt, er steht nicht im Overwatch. Blocking the area down. Heißt aber auch, wir kommen nicht so richtig ran. Ein bisschen. Ich glaube, hier haben wir noch keine gute Möglichkeit, ne? 11%. Ja. Ach, ich habe. Oh ja, ich habe ja das nicht abgewählt. Ich hält. Ah, der schießt schon. Wurde mir das irgendwie angezeigt, dass er den Overwatch hat? Ich finde, das wird schlecht. Das muss ich ein bisschen kritisieren. Das wird ja so ein bisschen schlecht dargestellt mit dem Overwatch von den Gegnern. Die Zonen kann man nicht so gut sehen, finde ich. Interessant. Jetzt sind wir so ein bisschen im Sandwich, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Tybalt muss jetzt so sein Medikit nehmen. Das machen wir mal zuerst.
können natürlich auch die Tür schließen. Wir könnten aber auch einfach mal eine Sabotage machen. Ich finde, Muerta darf diese Runde nichts machen. That weapon's not good for much right now. So. Sie muss nachladen. Topping off her ammo. Hat noch ihre Granate. Wir kommen aber nur, in Anführungszeichen, gegen den Abschaum. Nee, da will ich schon ein bisschen mehr haben. 53%, das ist okay. Her shot goes off target. Ist okay. Okay, Muerta. Setting up a kill zone. Okay, und zweimal Muerta. Richtig gut. Showing off his aim. And he sets himself up for a kill shot. No dice on that shot. Sie heilt. Okay. Wir müssen den erstmal rausnehmen hier. Well, that'll wake him up. Komme ich mit Tybalt auch ran? Ja. That scum was permanently retired. So, da müssen die sich jetzt wieder ein bisschen bewegen. Waiting for the opponents to come to her. Ah, und sie muss einmal schießen, damit das wieder weggeht, oder wie? Getting ready for incoming opponents. Das wäre genial. Taking up a defensive position. Okay. Wenn wir jetzt von der Seite kommen. Haben wir auch nichts gewonnen, ne? Stellen wir uns hier wieder hin. Tybalt kann sich hier nochmal heilen. Ball wäre verschwendet, wenn wir es nicht machen. Schon ein bisschen frustrierend gerade, dass sich das jetzt sieht. Wie gesagt, die Kämpfe sind schön schnell, aber hier nicht. Jetzt passiert mal was. Ja, dann waren das jetzt zwei Runden gespielt. Ja, stell dich da schön in die Nähe. That's going to slow them down. Scarlet heilt wieder. Und jetzt werfen wir die Granate. And a well-thrown grenade. So. Ziel verfügbar. Stellen wir es mal hier hin. Jetzt ist ein Ziel verfügbar. Ja, wunderbar. Können sie schön auf Muerta schießen und dann haben wir die erste weg. Das wäre jetzt richtig gut. Also die Fähigkeit, finde ich, ist der Hammer. Das ist halt richtig genial. She looked a bit careless on that one. Scheint auch eine Schrotflinte zu haben. Das sind voll die Nahkämpfer. Waiting for the enemy. Oh nein. To approach. Okay. 47% ist mir zu schlecht. Wir laufen hier in Sichtlinie. Aber guck mal, es wird mir jetzt nicht angezeigt, dass der Over... Also ja, ich muss mir jeden Feind angucken, der eine Sichtlinie hat, ob der im Overwatch-Modus ist. Finde ich nicht so gut. Ich werde von hier aus schießen, alles andere ist dumm. Sends her to the big sleep. Hat funktioniert. Und er hat immer eine Schusslinie jetzt gegen uns, weil wenn wir eine haben, hat er auch eine. Das heißt, wir laufen erstmal wieder hier rüber. Taking up a guard position. Daring them to enter his range. So, und jetzt ist, glaube ich, der Moment, wo Scarlet einfach mal den Overwatch auslösen muss. Von beiden. She never saw that coming. Okay, sie ist vergiftet. Ging nicht anders. Hätte man ein bisschen besser vorbereiten können im Grunde. Indem man erst mit ihm die Waffe ausschaltet. Das machen wir jetzt mal. Damit hätte man es gut vorbereiten können. Und das Gift verhindern können. Wäre besser gewesen. Aber ich hoffe, dass wir es jetzt einfach packen in der Zeit.
bisschen vergiftet. Ohne dass die Heilung das Gift wegmacht. Das wäre natürlich richtig gut. Sie ist geheilt, aber Gift ist immer noch drauf. Okay, das weiß ich halt nicht, wie das hier funktioniert. 75%. Ja. Wer sich nur so feige versteckt, der hat es nicht anders verdient. Jetzt haben wir jetzt eine Schussmöglichkeit. Ja, von 32%. Muss ich machen. Ich hätte auch auf Overwatch gehen können. Wäre besser gewesen. Okay, Gift und Heilung. Ja, wunderbar, hat getroffen. Mehr will ich ja gar nicht. Ja, wir müssen es halt riskieren. Auch wenn es jetzt 32% sind. Und wieder vergiftet. Verpeilung lohnt sich halt auch gar nicht. Wir müssen jetzt ran. Ja, wir müssen ran. Ah, er muss nachladen. Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Kommt er mit Nahkampf ran? Nein. Shit, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen, dass er nachladen muss. Oh nein. Bitte. Dann wird's gerade jetzt wahrscheinlich drauf gehen. Nein, wird sie nicht. Ja, dann ist jetzt eh alles vorbei. Nur das Gift. Geschafft. And the contestants make it through another challenge. Ja, cool. Haben wir geschafft. And with that, it's a wrap on the abandoned housing block. What an episode! A surprise appearance by Ulysses Derrick, the devastating loss of returning contestant Marty Manson, and the forging of an intriguing new alliance. But tomorrow night's show, set in the perilous Metro Central Station, and with not one, but two new defender types, has the potential to top even that. Don't miss it. For Homicidal All-Stars, I'm Joe Stern. Good night, everyone. Ja, gute Nacht. Okay. Wir machen noch das Level Up. 5 Fähigkeitspunkte. Das wollte ich haben. Das hätte uns in diesem Kampf sehr viel geholfen. Und er hat eine neue Waffe bekommen, die mir sehr gut gefällt. Weil sie einfach nur mehr Schaden macht. Perfekt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und die nächste Episode, da war ja so ein Symbol dran. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt, aber die scheint dann ein bisschen schwieriger zu werden. Yay. Bis dann.